verschlossen, okay. Oh, eine Schriftrolle. Oh, sogar Corvin kann die benutzen. Ist ja praktisch. Right. Und da sind nur Schrottsachen drin, okay. Guten Tag, seid mir gegrüßt. Ich grüße euch, Held. Ich bin Solaris, ein Magier im Dienste der Flammenden Faust. Und was genau macht ihr hier im Lager? Ich unterstütze die Truppen mit arkaner Magie und berate die Kommandanten in magischen Angelegenheiten. Ich bin kein Händler, aber wenn ihr Ausrüstung benötigt, könnt ihr mit Quartiermeister Bellegram sprechen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, ah, da ist Bellegram. How may I be of service? Wie kann ich euch helfen? Was wisst ihr über Kayla? Little. She's said to be an inspiring leader. Many flock to her cause and serve her fiercely. Some claim her the daughter of a god. Others believe she possesses a divine heritage, but generations removed. An Asimar. Wenig. Sie soll ein inspirierender Anführer sein. Viele kommen in Scharen zu ihr, um ihr Vorhaben zu unterstützen. Und dienen ihr mit viel Eifer. Einige behaupten, sie sei die Tochter des Gottes. Andere glauben, vor einigen Generationen habe es in ihrem Stammbaum einen göttlichen Einfluss gegeben und sie sei ein Asimar. Bitte fahrt fort. Ein was? Warum hat sie diese Leute um ihr Banner versammelt? Was ist ihr Ziel? Ein was? Ein Asimar. Jemand, dessen Blut auf die ein oder andere Weise durch Göttliches berührt wurde. Her closest advisor is a priest who calls himself the revered brother Heffernan. He claims to serve not one god or pantheon, but all of them. Kalar has accepted this heresy. Ihr engster Berater ist ein Priester, der sich Ehrenbruder Heffernan nennt. Er behauptet, nicht einem Gott oder Pantheon zu dienen, sondern allen. Kalar hat diese Ketzerei akzeptiert. Und die Leute glauben diesen offensichtlichen Lügen? Anscheinend glauben sie an Kalar. Die strahlende Dame, wie sie genannt wird, hat allen, die sich ihrer Armee anschließen, den Schutz der Götter versprochen. Vielen reicht das. Ich kenne ihre Pläne nicht, ich weiß nur, dass sie schwache und verzweifelte Menschen ausnutzt und deshalb aufgehalten werden muss. Sie wollte mich töten, ich wüsste gerne warum und was sie sonst noch zu erreichen hofft. One of her goals is to see you dead. Do the others really matter? Eines ihrer Ziele ist es, euch tot zu sehen. Sind die anderen wirklich wichtig? Better to know thy enemy than die in ignorance. Es ist besser, seinen Feind zu kennen, als in Unkenntnis zu sterben. Was auch immer ihre Ziele sind, ihre Ketzereien sind eine Abscheuigkeit. Tore wird ihretwegen den Zorn der Götter zu spüren bekommen. Ihr steckt meinen Glauben für die uns bevorstehende Aufgabe im Hinweis. Ich bitte euch jetzt um Erlaubnis, beten zu dürfen. Tschüss. I have many fine wares. Ja, ich suche nach Waffen. Ich möchte nämlich gerne den Helm und die Hellebarde verkaufen. Und dann weiterziehen. Tralala, Prien. Wer ist Prien? Oh, hallo. Tut mir leid, dass ich vorhin nicht gegrüßt habe. Ich war etwas abgelenkt. Habe euch nicht bemerkt. Keine Ursache. Ich wollte euer Lied nicht stören. Habt ihr dem steilen Stämmchen gesungen? Das überrascht kaum, wenn man den Lärm betrachtet, den ihr macht. Da gehe ich jetzt. Keine Ursache. Ich wollte euer Lied nicht stören. Ich sehe wahrscheinlich etwas seltsam aus, oder? Das ist jedoch ein sehr ungewöhnlicher Stein. Er fasziniert mich. Er sieht alles aus. Was ist da oben eingeschnitzt? Singt ihr immer zu natürlichen Objekten, die euch faszinieren? Ihr wirkt mehr als etwas seltsam. Es ist nur ein Stein. Wenn ich nur dazu fähig wäre, so einen fesselnden Stein zu finden. Ich lasse euch über seine Geheimnisse nachdenken. Nehmen wir die Eins. Ich wünschte, ich könnte euch das sagen. Er ist nicht natürlich. Ich ging singen Küstenweg entlang und arbeitete an ein neues Lied aus, als ich den Stein hörte. Er summte. Interessant, summte er ein bestimmtes Lied, versuchte vielleicht mit euch zu kommunizieren. Zuerst dachte ich, ich würde verrückt werden, aber auf dieser Seite der Kreuzung sind überall solche Menhire. Sie alle antworten auf mein Summen. Wenn ich zu mehr als einem singe, halten ihre Töne länger an. Irgendwann verstummen sie aber. Ich würde ja versuchen, sie alle zu finden, aber der Wald ist zu gefährlich. Danke für
Danke, dass ihr diese Geschichte erzählt habt. Ich halte nach diesem Menhir Ausschau. Kann ich versuchen, eurem Menhir etwas vorzusingen? Ist für euch vielleicht zu gefährlich, ich finde sie. Schade, ich muss jetzt gehen. Könnt ihr mir genau sagen, wo ihr die Menhire gefunden habt? Kann ich versuchen, ihm etwas vorzusingen? Ich bin ja ein Barde. Ich sehe keinen Grund, was dagegen spricht. Geht direkt hin und singt. Kann ich euch sonst noch bei etwas helfen? Ich glaube nicht. Ich halte nach diesem Menhir Ausschau. Darf ich eurem Menhir etwas vorsingen? Ich sehe keinen Grund. Okay, ich glaube nicht. Ich halte nach diesem Menhir Ausschau. Wenn ihr sie alle findet und erfahrt, warum sie singen können, könntet ihr zurückkehren und es mich wissen lassen? Natürlich. Ich werde hier sein und dem Stein etwas vorsingen. Ja, also Mycelas Amulett. Ich kann nach Mycelas Amulett in den Wäldern in der Nähe des Koalitionslagers suchen. Ich muss alle 6 Uarten Menhire im Gebiet finden. Runen, die vor der Zeit erodiert wurden, zeichnen eine Seite dieses hohen Steinmenhirs. Ein Bild auf seiner Oberfläche zeigt einen Mann, aus dessen Mund eine bauschige Wolke kommt. Ein zweiter Mann in Gewändern gekleidet. Mehr kann ich nicht sehen. Hallo, könnt ihr mich verstehen? Der Menhir gibt ein konstantes, tiefes Summen von sich. Hallo, könnt ihr mich verstehen? Nein. Summe den Menhir an. Singe den Menhir an. Das Summen des Menhirs wird zu einem markerschütternden Klagen. Oh, wir haben ein Todesalb gefunden. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Auch gut. Also was stand da jetzt genau? Tralala. Darf ich jetzt erstmal lesen? Ein zweiter Mann in Gewänder gekleidet steht mit ausgestrecktem Arm da. Magische Energie fließt aus seiner Hand. Die Energie hat die Wolke getroffen und sie in 6 Teile geteilt. Der Alp hat nichts gedroppt. Oh, hallo. Tut mir leid, dass ich euch vorhin nicht gegrüßt habe. Ich untersuche noch über den Menhir. Wenn ich mehr über sie weiß, kehre ich zurück. Okay, also der erste Menhir hat einfach ein Todesalb. Ein Wort, Brenner, ja? Natürlich, Hauptmann Corwin. Was kann ich für euch tun? Mich beschäftigen ein paar Dinge, die sich die Leute über euch erzählen. Zum Beispiel, dass ihr mit Sarivok unter einer Decke steckt. Ich behaupte sogar. Manche behaupten sogar, dass ihr miteinander verwandt seid. Genau wie Sarivok bin ich ein Kind Bars. Doch ich versichere euch, dass wir nur den Vater gemeinsam haben. Der letzte Teil stimmt leider. Man kann sich seine Freunde aussuchen, aber nicht seine Familie. Es gibt viele, die mich gerne fallen sehen würden. Wenn ihr diese Lüge verbreitet, unterstützt ihr lediglich diese Leute. Ist das denn eure Absicht? Ja, nehmen wir die 3. Nun gut, ich werde nicht über eure angebliche Beziehung zu Sarivok sprechen und auch nicht auf die anderen Gerüchte über euch eingehen. Doch ihr solltet darauf achten, wie ihr von anderen wahrgenommen werdet. Einer von diesen Leuten könnte eines Tages alles sein, was zwischen euch und einem scharfen Schwert steht. Und wenn die Gerüchte wahr sind, wenn Kayla auch ein Kind Bals ist, das könnte die Sache noch komplizierter machen. Deutlich komplizierter. Wölfe, die einen Hirsch jagen, die lassen wir mal. Oh, ein Braunbär. Oh, hi Spinny. Gigantische Spinne. Und Schwertspinnen. Ha, my name is true. What? Oh, Vicodia hat auch noch immer ihre Zauber. Das ist praktisch. Your orders? Nebenbei Zauber.
Meine eigenen sind noch eingestimmt alle, ja. Minsk hat auch einen Zauber. Bei Vikunia sieht auch alles gut aus noch. Bei ihr wäre ein Segen angebracht. Oh, sie hat jetzt viele, viele Zauberslots. Merke ich gerade so. Jedenfalls hier. Panzerschild und noch mehr magische Geschosse. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Und ja, das Gebiet hier ist doch recht weitläufig. Der nächste mit hier. Sword first. Fair enough. Your need, whatever you like. You want? Yes. Oh, sogar das Eichhörnchen wird festgehalten hier. You've got a pretty good racket going on there. Pardon, Rival. Eure Masche ist ziemlich gut, sagt Zafada. Und Vikunia sagt, wie bitte, Rival? The Lady of Mystery Thing, the beautiful Drow. Who is she? What's her story? Subtlety. It drives men crazy. Maybe I'll give it a try someday. Die Frau voller Geheimnisse, Masche, diese wunderschöne Drow, wer ist sie nur? Wie lautet ihre Geschichte? Bei Subtilität werden die Männer ganz wild. Vielleicht werde ich es damit eines Tages auch versuchen. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut, nächster Menhir. Der Menhir gibt ein konstantes tiefes Summen von sich. Hallo, könnt ihr mich verstehen? Zafada, ihr seid recht reizend. Könnt ihr versuchen, den Menhir nie zu sehen? All over it, Sugar. Das gefällt mir, Süßer. Das Summen des Menhirs wird lauter. Der Menhir gibt einen angenehmen Ton von sich und seine Runen leuchten schwach. Er scheint aktiviert worden zu sein. Ich muss alle 6 Uralten Menhire in der Umgebung finden. Worum, wie ihr wünscht. Hallo, Elch. Elch hat nichts zu sagen. Okay. Okay, ich habe gerade das Murmeltier vor dem Bombardierkäfer gerettet. Ich würde zu gern wissen, ob die Bären auch aggressiv werden. Oh, armer Hirsch. Okay. Hier steht ein altes Haus. Direkt an der Straße. Also ja, das Add-on kann man, also Siege of Dragonspear kann man halt nicht mit dem Hauptspiel vergleichen, wo wir riesige leere Maps teilweise hatten, auf der nur ein paar Gegner rumgestrolcht sind. Der Menhir gibt ein konstantes tiefes Summen von sich. Zafada, könnt ihr mal... Did you bring me along to sing to rocks? Oh, fine. If it will get us moving again. Habt ihr mich hergeführt, um für Steine zu singen? Na gut, wenn uns das wieder in Bewegung bringt. Das Summen des Menhir wird lauter. Der Menhir gibt einen angenehmen Ton von sich und seine Runen leuchten schwach. Er scheint aktiviert worden zu sein. Ich muss alle 6 uralten Menhire im Gebiet finden.
Aha. Also drei habe ich schon mal. Flüchtlinge.